Heute schauen wir uns den Feuerwehrmann Sam, Hubschrauber Wallaby an. Mit dabei ist die Figur Tom Thomas und jede Menge anderes Zubehör. Aber ich würde sagen, wir packen den jetzt erstmal aus und schauen uns dann die Besonderheiten etwas genauer an. So, raus mit dir. Und wir sehen schon den Hubschrauber in voller Pracht und die Figur. Einfach wegreißen das Ganze. Einmal haben wir den Tom Thomas mit Helm. Den Hubschrauber, den reißen wir auch einfach raus. Und ganz hinten in der Schachtel noch das ganze Zubehör. Das schauen wir uns gleich nochmal etwas genauer an. Hier nochmal der Tom Thomas mit voll beweglichen Armen und Beinen und den Helm könnt ihr natürlich rauf und runter nehmen. Eine Vorschlaghammer, eine Axt und zwei Handys sind natürlich auch dabei. Als erstes schauen wir uns die Trage an. Hier könnt ihr den Verletzten, in diesem Fall den Tom Thomas, einfach einlegen und die Trage dann in der Seilwinde am Hubschrauber einhängen. Der hat nämlich in der Seite eine Seilwinde, die könnt ihr auf- und abwickeln. Dann haben wir noch die Rettungsschlinge. Da könnt ihr die verletzte Person oder den Retter einfach einhängen, mit der Hand befestigen und das Ganze natürlich auch wieder in der Seilwinde am Hubschrauber befestigen. Als letztes haben wir dann noch den Bottich. Da könnt ihr entweder die Ausrüstung oder den Retter bzw. die verletzte Person transportieren. Ansonsten könnt ihr auch noch Wasser in den Bottich geben und über zum Beispiel eine Brandstelle den Bottich dann ausgießen und somit das Feuer löschen. Ihr habt also jede Menge Möglichkeiten, mit dem Hubschrauber zu spielen. Hier seht ihr, die Seilwinde kann man auf- und abwickeln, einfach am Rädchen drehen und da bewegt sich die Seilwinde nach unten oder oben. Ganz vorne könnt ihr die vordere Scheibe ganz einfach aufklappen, damit ihr die Figur einsetzen könnt. Die Steuerknüppel könnt ihr nach vorne klappen und die Figur, dadurch, dass sie beweglich ist, kann ganz einfach eingesetzt werden. Fest am Steuerknüppel packen, damit der Pilot immer vollste Kontrolle über den Hubschrauber hat. Hier seht ihr es nochmal und Kuppel schließen. Dann haben wir noch die coolste Funktion. Hier habt ihr einen Knopf, den könnt ihr drücken, dann bewegen sich die Rotorblätter und der Hubschrauber macht Sound. So kann der Einsatz beginnen. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kinderspielzeugkanal.